Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Hallo ihr Lieben und es geht weiter mit Lieke vs. Kessel. Grundzutaten wie immer bleiben dieselben und diese Woche durfte der liebe Kessel wieder aussuchen. Er hat sich etwas sehr Asiatisches ausgesucht, also ich tippe mal, wir machen dasselbe. Und zwar hat sich der liebe Kessel einmal Räucherlachs, Meerrettich, dann Wasabi. Ich habe jetzt so einen Mix aus Wasabi und Meerrettich auch noch genommen. Sojasauce, Frischkäse, beziehungsweise körniger Frischkäse. Dann natürlich die Nori-Blätter. Gurke, Karotten, Lauchzwiebeln und Reis. Bevor die Frage auftaucht, wieso sieht mein Reis so komisch aus? Ich habe ihn schon mal vorgekocht. Da er ein bisschen Zeit braucht und natürlich auch abkühlen muss. Und mein Reis ist etwas dunkler, weil eine wichtige Zutat gefehlt hat. Die Kessel nicht reingeschrieben hat. Und zwar den Reisessig. Der ist eigentlich ganz wichtig, weil damit mariniert man den Sushi-Reis. Ich habe den jetzt hier, da ich ja kein Reisessig nutzen darf, habe ich einfach Sojasauce mit ein bisschen Wasser vermischt, Zucker und Salz reingepackt, über den noch leicht warmen Reis drüber und dann mit dem Löffel etwas vermischt. So, nun kommen wir zur Schnibbelarbeit. Die Gurke habe ich erstmal an meinen Reisblättern angepasst. Am besten wäre es, wenn sie etwas länger ist als das Reisblatt. Dann hat man auf jeden Fall überall genug in der Rolle drin. Ich habe mein Gemüse jetzt nur gewaschen, beziehungsweise die Karotte habe ich etwas geschält natürlich, aber Gurke bleibt natürlich ungeschält. Und nachdem ich alles geviertelt habe, habe ich... Kerngehäuse heißt es nicht. Wie heißt es bei der Gurke? Also auf jeden Fall, die Kerne habe ich dann rausgeschnitten. Sonst wäre es zu wässrig in den Rollen. Und anschließend in feine Streifen schneiden. Je nachdem, wie viel ihr wollt oder wie dick ihr es haben wollt. Ich habe einfach nur so grob ein bisschen geschnibbelt. Die Karotte wird ebenfalls in feine Streifen geschnitten. Ich hatte leider keine sehr große, die genau auf einem Blatt passen könnte. Deshalb, naja, werdet ihr sehen, habe ich ein bisschen gestapelt. Die Lauchzwiebeln habe ich fein geschnitten, denn die werde ich für eine Paste benutzen, die in meinen Sushi reinkommt. Ich habe jetzt einfach nur zwei Lauchzwiebeln genommen, das hat auch gereicht für mich, beziehungsweise für die Masse. So, nun kommen wir zu der Paste. Dafür habe ich den Lachs in ein hohes Gefäß reingetan und dann ein bisschen püriert. Anschließend kommt der Frischkäse rein. Ja, bevor ihr euch wundert, wieso da noch so viel Lachs übrig geblieben ist. Ja, ich hatte zwei Packungen gekauft, weil ich nicht wusste, ob das mit der Paste und mit meinem Pürierstab so gut funktioniert. Hat gut funktioniert, Gott sei Dank. Also ich habe eine Packung geräucherten Lachs püriert mit einem Teil vom Frischkäse. Also alles in eine Schüssel. Kommt der restliche Frischkäse rein. Eine Prise Salz ungefähr. Alles schön verrühren.
Meerrettich und halt die Frühlingszwiebeln. Und fertig ist meine Lachspaste. So, nun kommen wir schon fast zum Ende. Und zwar zum Einrollen. Also ganz wichtig, ich schneide die Nori-Blätter immer ein Stückchen ab, weil ich finde die einfach viel zu lang. Und eigentlich vertrage ich keine Nori-Blätter. Ich habe jetzt für Kessel zuliebe nichts gesagt und habe eine Sushi-Rolle für mich gemacht. Die restlichen habe ich für eine gute Freundin gemacht, die hat sich übelst gefreut. Hat nicht verstanden, wieso, aber hey. Mein Bambus Brettchen, kann man Brettchen nennen? Das habe ich in Folie eingewickelt, weil es ist sehr schwer, es zu waschen. Ansonsten Nori-Blatt mit der glatten Seite nach unten und dann erstmal Reis drauf verteilen. Wenn man es schöner verteilen will, muss man die Finger ein bisschen anfeuchten. Dann geht es viel, viel leichter, aber aufpassen, nicht das Blatt berühren, weil das Blatt und Feuchtigkeit wird sehr labbrig und das ist dann nicht mehr so toll. Aber der Reis klebt da nicht mehr so krass. Sprachfehler. Und ganz wichtig, oben einen kleinen Rand lassen, damit wir es dann schön verkleben können. Also ich habe anschließend noch vier weitere Rollen machen können. In zwei habe ich noch den restlichen Lachs verarbeitet und die anderen zwei genauso wie ich die jetzt mache für mich. Meine Freundin war sehr überrascht, hat mich gefragt, wo ich es gekauft habe. Ein gutes Kompliment fand ich. Nachdem der Reis schön verteilt ist, habe ich meine Lachscreme drauf. Ganz wichtig, in einem Streifen, weil wir wollen keine Roulade haben, wir wollen eine Sushi-Rolle haben. Und in einer Sushi-Rolle ist alles schön in der Mitte, wenn es gut geht. Dann habe ich anschließend Wasabi drüber gestrichen. Und anschließend ging es dann mit dem Belegen los. Karotten und die Gurken. Ganz wichtig beim Einrollen ist jetzt, dass man schön unter Spannung macht. Das heißt, wir schlagen erstmal ganz leicht um und dann wirklich mit den Fingerspitzen reindrücken, damit es auch schön fest ist. Und wie ihr seht, habe ich am Ende das Nori-Blatt feucht gemacht, damit es auch schön klebt und die Rolle perfekt geschlossen ist. Und immer schön mit Druck einrollen. Das ist ganz wichtig. Und tada, die Rolle ist fertig. Sieht doch nice aus, oder? Ja, ich mache es nicht zum ersten Mal. Ich habe schon ein paar Mal Sushi-Rollen gemacht, auch wenn ich sie nicht wirklich vertrage. Aber ja, es macht Spaß. Da ich euch den Rest von den anderen Gerolle ersparen wollte und ich die eher später gemacht habe, zeige ich euch direkt, wie es weitergeht. Und zwar geht es zum Anrichten. Ganz wichtig beim Schneiden einer Sushi-Rolle, erst die Seiten schneiden. Und hier könnt ihr mal sehen, wie meine Sushi-Rolle aussieht. So, anschließend in der Mitte schneiden und dann nochmal halbieren. Und dann halbieren wir nochmal, so dass wir genau 8 Stück rausbekommen. Dann sind alle Sushi-Rollen ungefähr gleich groß. Wenn man ein gutes Auge hat, dann sind sie gleich groß. Und nun heißt es anrichten. Leider hatte ich kein etwas kleineres Schälchen, deshalb muss ich etwas ein größeres Schälchen nehmen für meine Sojasauce. Die habe ich einfach in der Mitte platziert auf dem Teller und an der Seite noch etwas zusätzlichen Wasabi. Denn ich mag es scharf, nicht extrem scharf, aber
Wasabi gehört einfach dazu, Leute. So, und so sieht das Endprodukt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie es bei Kessel lief. Ich werde sein Video auf jeden Fall hier jetzt verlinken. In der Beschreibung unten ist es auch nochmal drin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und bis bald. Ciao. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schräger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.